Ja, also dann hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Fenster einschlagen für Dummies. Ich möchte euch heute mal ein bisschen vorstellen, wie man so ein bisschen Spaß in Windows-Netzwerken haben kann, wo man so ein paar interessante Informationen herbekommt, ein bisschen seine Rechte ausbaut und im Gegenzug dann auch natürlich, wenn ich als Administrator für sowas zuständig bin, was ich dann dagegen tun kann, dass meine Nutzer mir mein Netzwerk hochnehmen. Das Letztere ist eine echte Herausforderung. Aber first things first, ein paar Sachen zu mir. Ich bin der Rabbit@Net und ich komme aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern, da wo die ganzen Menge Leute bei uns Urlaub machen. Ich darf da arbeiten. Und mein Job ist vor allen Dingen die IT der öffentlichen Verwaltung zu betreuen. Auf Landesebene hauptsächlich sind da meine Kunden unterwegs. Und die betreiben halt weitgehend Windows-Netzwerke. Und das ist auch mein Themenschwerpunkt, dass ich halt bei der Implementierung neuer Lösungen dort unterstütze, Planung für die Ausstattung mache, die Umsetzung begleite. Betrieb ist nicht so ganz mein Thema, mehr dann wieder das Troubleshooting, wenn es richtig schief gegangen ist. Gibt es auch schöne Stories. Und halt die gelegentliche Beratungsleistung, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wie man ein bestimmtes Thema realisiert. Ganz gerne arbeite ich dabei mit der PowerShell. Das ist tatsächlich mal eine funktionierende Kommandozeile, die man unter Windows zur Verfügung hat und die sehr, sehr mächtig ist. Und ich benutze sie halt hauptsächlich, um im Bereich Verzeichnisdienst, also Microsoft Active Directory, zu automatisieren und eben halt auch die darauf aufsetzenden Gruppenrichtlinien automatisiert bereitzustellen. Wer weiß hier nicht, was Gruppenrichtlinien sind? Traut sich? Okay, ich habe die Frage falsch gestellt. Wer weiß, was Gruppenrichtlinien sind? Ah, okay. Also ganz grob zusammengefasst, die meisten haben sich ja gemeldet, also ganz grob zusammengefasst, ist im Wesentlichen einfach nur eine Einstellungssammlung für einen PC, die ich administrativ erzwingen kann, also die lokale Einstellungen überschreiben und auch durch den Nutzer an der Maschine nicht mehr änderbar sind oder zumindest nicht so einfach mehr änderbar sind. Und die werden über den Verzeichnisdienst den Maschinen zugewiesen. Also ich kann halt einfach sagen, okay, auf diesen 10 PCs möchte ich jetzt, dass die Kennwortrichtlinie so aussieht und dann passiert das. Ja, kleiner Disclaimer noch. Alles, was ich hier vorstelle, sind meine eigene Meinung, meine eigene Arbeit und es steht in keinem Zusammenhang zu meinem normalen Beruf, den ich ausübe und es sind auch nicht die Ansichten meines Arbeitgebers. Nur so kleiner Disclaimer, damit es nachher keinen Stress gibt. Na? Ach, zu weit. Ich wollte die haben. Jetzt. Nicht so einfach mit diesem komischen Präsenter. Ja. Stellen wir uns mal vor, wir fangen neu bei einer Firma an, der Böse AG. Und bekommen da so einen ersten Tag hin, wird uns so ein schöner Schreibtisch hingestellt, da steht ein Stuhl davor, da steht ein Rechner drauf, auf dem Rechner läuft in der Regel irgendein Windows, was in irgendeinem Active Directory eingebunden ist und wir kriegen so unsere Anmeldedaten. Und dann sind wir da so Standardbenutzer und haben Mail und unsere Anwendung, die wir eigentlich zur Arbeit brauchen, aber ist ja ein bisschen langweilig. Wir wollen eigentlich lieber lokale Adminrechte, weil dann kann man so ein paar schöne Sachen mit dem Rechner endlich mal machen. Zum Beispiel einen gescheiten Webbrowser installieren, weil das mitgelieferte Teil in der Regel steinalt ist und nicht funktioniert. Oder der Internetzugang irgendwie komisch gefiltert wird und man vielleicht doch lieber einen anderen Proxy einstellen können möchte. Und solche Kleinigkeiten. Klar ist natürlich aber auch, also normalerweise brauchen wir es nicht wirklich, weil alle interessanten Informationen, wenn ich an einen lokalen Shell rankomme von einem Standardbenutzer, kann ich schon alle persönlichen Daten von ihm auslesen. Aber für ein paar Sachen braucht man halt doch noch diesen stark umzäunten Admin-Account. Und das gucken wir uns mal an, wie trivial das geht, sich Admin-Rechte zu verschaffen. Da habe ich mal eine Kleinigkeit vor. So. Ich habe jetzt so ein Standard Windows 7 Rechner, dem ich mich jetzt anmelde, als Mr. Räuber. So. Und dann mache ich mir erstmal eine Shell auf und gucke mal nach, was darf ich denn hier gerade so alles? Den wollte ich haben. So.
Und aktuell bin ich halt Mr. Roy Bear. Ich habe eine Sicherheits-ID, die eindeutig ist. Ich bin ein Benutzer, ich bin interaktiv angemeldet, direkt an der Konsole. Ich bin authentifiziert, ich gehöre zu dieser Firma. Ich arbeite im Bereich der Produktion, also hier wurde mir tatsächlich noch eine Gruppe schon von vornherein zugewiesen. Ja, aber so von Administrator steht hier nichts. Hier steht nur so was Komisches von Verbindlichkeit, verbindliche Beschriftung, mittlere Verbindlichkeitsstufe. Weiß jemand, was das ist? Es hängt mit der User Account Control zusammen, also dieser Benutzerkontensteuerung. Mittlere Verbindlichkeitsstufe heißt einfach, ich kann keine administrativen Aktionen ausführen. Und das würde halt auch bei einem Konto da stehen, was es grundsätzlich könnte, aber halt den Prozess noch nicht hochgestuft hat. Ja, und ansonsten stehen da unten so die Systemprivilegien, die ich habe, dass ich zum Beispiel die Kiste runterfahren kann. Ich darf den Rechner aus der Dockingstation rausnehmen und die Zeitzone ändern. Das war's dann auch. Also nichts Tolles. Gut, wir wollen Adminrechte. Wie machen wir das? Wir starten erstmal die Kiste neu. Tippen ist schneller als klicken. So, dauert jetzt leider einen kleinen Augenblick. Mach jemand Pausenmusik einspielen. So. Oh, was passiert denn hier? Ich habe schon mal eine Windows-CD eingelegt gehabt und einfach jetzt mal von der CD gebootet. Jetzt startet hier ein stinknormales Windows-Setup. Kann schon einer sich vorstellen, was das jetzt gleich wird? So, mein Windows-Setup ist da, aber ich will ja die Kiste nicht neu installieren, das bringt mir ja nichts, sondern ich möchte ja was modifizieren. Huch, ist eine Shell aufgeploppt. Shift F10 bringt mir eine Shell im Setup hoch, weil ich könnte den Bedarf haben, dass ich Treiber nachladen muss oder sowas. So, jetzt muss ich erstmal rauskriegen, auf welcher Partition ist dann mein laufendes Betriebssystem installiert, was ich normalerweise boote. Und da kein Windows Explorer da ist und auch sonst kein grafisches Werkzeug, aber Notepad, kann man Notepad benutzen, um rauszukriegen, was denn hier so drauf ist. System reserviert, okay, sehe ich jetzt keine Ordner, keine Dateien. Da liegen die Startdateien vom Betriebssystem drin. Und die ganzen tatsächlichen Programme nachher liegen auf der Partition D, da habe ich mein Windows und mein System 32 Verzeichnis. Das wird gleich noch wichtig. So, also gehe ich jetzt aufs Laufwerk D, Windows System 32 und kopiere mal eine CMD-Exe nach Udelman-Exe und sage überschreiben und gehe raus und starte die Kiste einmal neu. So, leidiges Spielchen. Booten dauert immer ein bisschen. Nein, jetzt wollen wir nicht von CD starten, sondern lassen das Betriebssystem ganz normal hochlaufen. Nächste Pausenmusik bitte. So. Wir sind vom Anmeldebildschirm, wir könnten uns jetzt direkt anmelden, aber hier unten ist so ein komischer Knopf. Da drücken wir jetzt mal drauf und huch. Da poppt eine Shell auf. Und die Shell ist Systemkonto. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt volle Kontrolle über den Rechner vom Anmeldebildschirm aus. So. Groove. Sehr schön. Mit dem Befehl habe ich jetzt gerade mein Domainkonto den lokalen Administratoren hinzugefügt. Und jetzt kann ich mich ganz normal anmelden.
Mal sehen, ob er mir schon hier den Gefallen tut. Natürlich erstmal nicht, das war logisch. Aber ich möchte jetzt den Prozess als Administrator ausführen. Und er fragt mich zwar jetzt noch nach der Bestätigung, dass ich das tun möchte, weil die Benutzerkontensteuerung an ist. Er befragt mich nicht nach Benutzername, Passwort. Und das kann ich nachgucken, UMI. So. Ich bin Mitglied der Gruppe vordefinierter Administratoren. Und ich laufe in der hohen Verbindlichkeitsstufe. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind lokaler Administrator. Das ist wirklich so trivial. Okay. So. Also, das haben wir gerade gemacht. Wir haben einmal von einer stinknormalen Windows-CD gebootet, uns im Setup einfach eine Konsole aufgemacht, die eine Datei ausgetauscht, neu gestartet und haben jetzt immer noch wieder unter dem Knopf da vorne Vollzugriff auf das Systemkonto und hat uns selber zum Administrator gemacht. Es ist wirklich super trivial zu machen und es ist effektiv ja auch nichts Besonderes, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Ich nutze einfach ein zweites Installationsmedium, um mein originales Betriebssystem an einer Stelle zu manipulieren. Das kann ich mit jedem Betriebssystem machen, wenn ich weiß, welche Datei ich wohin kopieren muss. Hier ist der Effekt halt nur so schön, weil Microsoft nett sein wollte mit den Nutzern und die erleichterte Bedienung auf den Startbildschirm auch gepackt hat. Und ich tausche einfach das Programm für die erleichterte Bedienung durch die Konsole aus. Und da erfolgt halt kein weiterer Check. Damit ist das Thema durch. So, was kann man dagegen tun? Ja gut, auch logisch. Wenn ich jetzt die Festplatte verschlüsselt hätte und das Betriebssystem vorm Starten irgendwie noch eine Authentifizierung von mir haben will, einen Bootkey haben möchte, selbst wenn ich das direkt mit einem TPM-Chip nur mache, der auf dem Board ist, die Diskussion, ob TPM gut ist oder nicht, bitte an anderer Stelle führen, dann klappt das Ganze schon nicht mehr. Und die Sicherheitsrichtlinien, die in der Domäne wirken, können da auch ein Stück weit Spielverderber spielen, wenn ich keine Festplattenverschlüsselung in der Firma ausgerollt habe auf den Arbeitsplätzen, weil ich dann zumindest die Möglichkeit habe, diese lokale Administratorengruppe regelmäßig aufzuräumen. Ich kann nämlich zentral vorgeben, welche Nutzer dürfen auf diesem Rechner in der lokalen Administratorengruppe stehen und welche Rechte haben. Und das wird dann regelmäßig wieder durchgedrückt und alle Änderungen, die der Benutzer gemacht hat, an der Stelle rausgeschmissen. Allerdings werden diese Prüfungen nur zyklisch durchgeführt. Standardmäßig sind das für einen normalen Arbeitsplatz 8 Stunden. Also wenn ich das gemacht habe, mich reingestuft habe und der Prozess ist gerade durchgekommen, habe ich 8 Stunden lang sowieso die Administratorenrechte über meine Gruppenmitgliedschaft. Und natürlich, solange meine Sitzung läuft, habe ich die Rechte sowieso, wenn mein Token weiterhin gültig ist. Ich habe halt am nächsten Tag die Rechte nicht mehr, muss es wieder neu machen. Beim Domain-Controller läuft dieser Prozess alle 5 Minuten, da sind sie ein bisschen schneller. Ja, aber was machen wir dann nur in den anderen Fällen? Gut, dafür gibt es auch Lösungen. Ich habe mir mal eine rausgesucht. Sagen wir mal, der Admin war clever und hat die Festplatte auf allen Rechnern verschlüsselt. Dann brauche ich irgendwie eine lokale Privilege Escalation, um doch noch irgendwie an Admin-Rechte zu kommen. Kleiner Disclaimer vorweg, das ist jetzt noch kein vollwertiger Exploit, um Rechte zu kriegen, aber er zeigt genau, wie es funktioniert. Und zwar nehmen wir so ein kleines Programm hier oben mit so einer Bombe und starten das. Das ist unser Exploit und der macht erstmal sich einen WebDAV-Server lokal auf der Maschine auf. Startet ein kleines Java-Programmchen, das einen Webserver aufmacht und diese Web-Authoriting-Erweiterung drauf hat, dass ich es wie einen Dateispeicher lesen und schreiben kann. Parallel dazu startet mein Exploit, oder startet er nicht, sondern triggert er den Virenscanner an. Und bittet mal den Virenscanner ganz freundlich, du, da ist so ein komischer Webserver, der hat eine Datei, guck mal, ob die gefährlich ist. Scan die mal bitte für mich. Doch der Virenscanner, ja, der Nutzer sagt, ich soll die Datei da drüben scannen. Dann mache ich das doch mal und versuche jetzt auf diese Datei zuzugreifen. So, der Webserver sagt dann aber, naja, ich hätte aber gerne Authentifizierung. Authentifizier dich mal bitte mit NTLM. Ja gut, ne? Wir nutzen Windows-Systemfunktion, also authentifiziert sich der Virenscanner brav mit NTLM. Damit hat der Webserver-Prozess das Token des Prozesses, unter dem der Virenscanner läuft, und das ist das Systemkonto.
So, jetzt müssen wir nur noch diesen NTLM-Hash nehmen, wiederum in unsere eigenen Anfragen einbauen und damit auf die lokale Festplatte zugreifen und können alle Dateien auf der lokalen Festplatte manipulieren. Herzlichen Glückwunsch, damit lässt sich dann genauso ein Angriff bauen, wie wir es gerade gemacht haben, dass ich nämlich dann wieder zum Beispiel meine CMD-Exe in die Utilman-Exe reinsetze und wieder vom Startbildschirm aus Vollzugriff erlangen kann. Also, Thema durch. Richtig schön finde ich halt, dass dieser Angriff ein Programm benutzt, das eigentlich unseren Rechner schützen soll. Er verwendet einen Virenscanner. Ein Programm, was eigentlich dazu gedacht ist, uns zu schützen, und nutzt es dazu, um seine eigenen Rechte zu erweitern. Und das andere Schöne an dem Ding ist, es gibt zwar ein Update, mit dem man dieses Verhalten unterbinden kann, aber das kann ich nicht einfach blind in meiner Umgebung ausrollen und anschalten. Wird auch nicht gemacht. Das Update kann ich bei Bedarf einspielen, es wird nicht automatisch verteilt. Und ich muss trotzdem dann hinterher noch hingehen und manuell eine Konfiguration von meinem SMB-Client und meinem SMB-Server-Prozess auf der Windows-Maschine anpassen und ihm sagen, diese NTLM-Methode bitte nicht mehr verwenden. Wenn ich das nicht selber als Admin mache und gar nicht über diesen Angriff reflektiere, mir dessen gar nicht bewusst bin, ist das Ding offen wie ein Scheunentor. So, und in vielen Umgebungen kann ich es noch nicht mal aktivieren, denn wenn ich ältere Systeme habe, einen älteren Samba-Server oder ich habe irgendwo noch eine OS2-Büchse rumstehen, und ja, die gibt's leider immer noch, und ich habe leider tatsächlich einen Kunden, der OS2-Server ohne Warp noch bis 2017 am Laufen halten muss. Ich kann diesen Patch in der Umgebung nicht ausrollen, ich muss es so offen stehen lassen, wie es ist. Muss mal kurz gucken. Ja, doch. Kann ich das auch einmal kurz zeigen? Und zwar muss ich dafür mal eine andere Maschine nehmen. Und zwar melden wir uns jetzt wieder als Räuber an. So, brauchen einen Desktop. Und machen da, wenn Sie in eine Konsole auf. So, also im Normalfall habe ich hier auf Laufwerk C keine Möglichkeit, Dateien direkt im Stammverzeichnis abzulegen. Ich kann zwar neue Ordner anlegen, aber ich kann hier keine Datei reinpacken. Da kriege ich eine Zugriffsfehlermeldung. So, wenn ich jetzt mal in die Demo reingehe. Und den kleinen Prozess starte. Dann baut er erstmal seinen Service auf, triggert den Scan an und hält den Scan ein bisschen hin mit "Authentifizier dich mal bitte" und "Authentifizier dich mal bitte" noch mit ein paar mehr erweiterten Informationen, damit ich nämlich dieses Token auch richtig schön benutzen kann, um es hinterher gegen dich zu verwenden. Und dann habe ich halt hier auf einmal so eine kleine Dummy-Datei direkt auf meinem Laufwerk C liegen, wo ich im Normalfall nicht hinkomme. Das könnte ich jetzt genauso mit dem anderen Datei machen. Ja. Dritte Möglichkeit. Wir können natürlich, wenn uns das alles viel zu technisch und viel zu kompliziert ist, uns dann noch selber was Größeres bauen zu müssen, es auch einfach machen und die Social Engineering Variante nehmen. Da gibt es so kleine süße Programme, die nennen sich zum Beispiel Autoid. Das ist ein Werkzeug, mit dem ich relativ einfach grafische oder Konsolenanwendungen zur Automatisierung von Systemprozessen erstellen kann. Wunderbar dokumentiert, viel klicki-bunti, ohne groß nachdenken. Und da kann ich halt mit so einem kleinen Skript, da wie es da unten abgebildet ist, mich versteckt im Hintergrund zum Administrator machen. Habe ich nur das Problem, okay, wenn ich mir jetzt so ein Programm gebaut habe, wie kriege ich es dazu, dass das jemand anderes ausführt? Ich stelle mich einfach mal blöd hin und rufe laut um Hilfe. Okay, mache ich das im Großraumbüro, wird natürlich kaum einer reagieren. Es sei denn, irgendwie der Admin sitzt in Hörweite. Aber wenn mich den Telefonhörer und rufe den Helpdesk an, die müssen sich drum kümmern von Dienst wegen. So, packe ich dieses Programmchen zum Beispiel an eine Stelle, wo normalerweise eine Branchenanwendung liegt.
und sage, guck mal hier, diese Branchenanwendung tut nicht mehr. Brauche ich, ist wichtig für mich, muss ich jeden Tag mitarbeiten. Klickt der App das drauf, sieht, ja, nee, geht irgendwas nicht. Komisch. Was machen wir denn da? Du, Helpdesk, melde dich doch mal unter deinem Konto an. Du kannst doch sowas machen. Ja, macht er das mal. Der Helpdesk hat in der Regel lokale Administratorenrechte, weil er muss ja irgendwie auch mal Einstellungen für den Nutzer anpassen können oder mal was installieren können. Und damit bin ich dann auch wieder lokaler Administrator. Also auch eine straightforward Geschichte. Ja, das Einzige, wie ich jetzt als Firma dieses Problem ein Stückchen weit abgefangen kriege, wäre tatsächlich, meine Helpdesk-Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Und da habe ich tatsächlich eine richtige Herausforderung vor mir. Weil, ja, ich meine, die Leute beim Helpdesk stelle ich ein, damit sie anderen Leuten helfen. Die sollen freundlich und zuvorkommend sein und Probleme lösen. Und jetzt sage ich Ihnen auf einmal, aber bitte denkt dran, dass ihr hier nicht irgendwelchen bösen Leuten Rechte gibt. Also ich gebe Ihnen eigentlich konkurrierende Anweisungen. Viel Spaß. Also ich kann ein bisschen Awareness schaffen, aber effektiv. Mit der Variante werde ich immer durch die Tür kommen. So. So viel erstmal zu dem, wie beschaffe ich mir die lokalen Adminrechte? Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Weil ich bin in so einem schönen Domänenverbund, da gibt es ja viel mehr Ressourcen und vor allen Dingen viel interessantere Ressourcen. Da steht irgendwo ein Exchange-Server rum, wo die ganzen Mails durchlaufen. Da steht irgendwo ein SharePoint der Geschäftsführung rum, wo irgendwelche Quartalszahlen liegen. Und da steht vielleicht irgendwo auch ein NAS vom Admin rum, wo er schöne Sachen drauf liegen hat. Weil irgendwo die private oder pseudo-private Film- oder Musiksammlung findet sich in jeder Firma auf irgendeinem Laufwerk. Gucken wir uns mal an, was wir da so machen können. Ja, ich kenne halt zufälliger so Firmen, ne? Also ich sage jetzt nicht, dass das bei uns so ist. So, ich bin ja hier noch angemeldet. Und ein Tool, was ich gerne benutze, ist Rosé. Rosé ist eine kleine VB-Skript-Sammlung, die einfach mal so diverse Sachen aus meinem Verzeichnisdienst dokumentiert und als HTML-Reports mir bereitstellt. Und dann kann ich einfach so eine vorgefertigte Standard-Reports-Datei starten und die rennt jetzt einmal hier durch und generiert mir diverse Berichte, die interessant sein könnten. So. Metadaten der Domäne steht halt nicht allzu viel drin, deswegen ist er schnell fertig. Aber hier steht schon mal sowas drin wie die Passwort-Policy. Und eine interessante Information hier könnte zum Beispiel sein, dass Benutzerkonten nicht gesperrt werden, egal wie oft ich was falsch eingebe. Das könnte schon eine interessante Information sein. User und Gruppen ist eigentlich ein interessanterer Bericht, weil da steht nämlich drin, wer ist denn so Mitglied in welchen Gruppen. Und da gibt es immer diese schöne Gruppe der Domänen-Admins. Und da möchte ich eigentlich so ein Auge drauf haben, denn wenn ich Domänen-Admin bin, bin ich Gott in dem Netzwerk. Ein Domänen-Admin ist standardmäßig Administrator auf allen Mitglieds-Workstations, Mitglieds-Servern und auf allen Domain-Controllern. Haben wir irgendwo einen Sunny in der Nähe? Danke, Leute. Ist gerade einer zusammengefallen. Sorry. So, also das ist schon mal so eine interessante Information. Ich kriege über die Berichte auch raus, okay, so ein bisschen, wie ist meine Firma intern aufgebaut, welche Bereiche gibt es so, weil die ganzen Bereichsstrukturen natürlich auch mit abgebildet sind im Verzeichnisdienst. Und das ist alles hier einfach schöner HTML-Text, einfach zu durchsuchen und einmal effektiv alles, was im AD steht und ich einfach lesen kann, ist hier abgebildet in verschiedenen Berichten. Wer meint, dass das ein Sicherheitsproblem ist?
Ah, doch, ein paar Meldungen. Die Antwort ist so ein bisschen jein. Weil, ja, ich kriege hier natürlich eine ganze Menge Informationen präsentiert. Man muss sich aber mal vor Augen halten, was ein Verzeichnisdienst ist. Ein Verzeichnisdienst ist nichts weiter als dieses große gelbe Buch, was bei einigen Leuten noch im Schrank steht, wo Telefonnummern drinstehen. Es ist nichts weiter als ein großes Telefonbuch. Und das ist zwar jetzt nicht öffentlich, aber es ist öffentlich innerhalb der Organisation. Und es muss auch häufig so öffentlich sein, weil ich die Informationen brauche für meine tägliche Arbeit. Es geht zum Beispiel schon damit los, wenn ich einfach rauskriegen will, ja, in welchem Büro sitzt denn der Kollege? Die Information steht da drin. Die gleiche Frage stellt aber auch mein Rechner. Wo ist denn dieser Server und wie baue ich mit dem eine sichere Kommunikation auf? Und deswegen brauche ich halt die Informationen. Und deswegen sind auch viele Bereiche einfach lesbar. Ist natürlich für uns schön, macht uns das Leben einfacher, wenn wir uns hier durchhangeln wollen. So. Dann, was ich auch ganz gerne immer erstmal mache, ist mir einen Gruppenrichtlinienbericht von meiner lokalen Maschine ziehen. So, der dürfte jetzt unvollständig sein, weil ich nämlich was falsch gemacht habe. Entschuldigung. Das muss ich nochmal rausschmeißen. Hier muss ich das jetzt tatsächlich das erste Mal meine Admin-Rechte benutzen. Sonst sehe ich nämlich nicht alle Einstellungen. Sonst sehe ich nur die Einstellungen, die mir als Benutzer aufgedrückt werden, aber ich sehe nicht die Einstellungen, die meinem Computer aufgedrückt werden. Schon viel besser. So. Und dann kriege ich auch wieder so einen schönen großen Bericht, der sich an verschiedenen Stellen aufklappen lässt. Ich kann mir wieder mal die Kennwortrichtlinie auch an der Stelle rausziehen. Aber viel interessanter ist zum Beispiel sowas wie, da ist eine geplante Aufgabe, die auf meinen Rechner gepusht wird. Da wird irgendwas ausgeführt unter einem anderen Benutzer. Interessant. Gucken wir mal an, was das Ding macht. Und ich sehe zum Beispiel auch, welche Anmeldeskripts mir raufgedrückt werden und wo die herkommen. Ich sehe zum Beispiel, dass ich hier eine Start-CMD kriege und die kommt aus der Gruppenrichtlinie SW-Distri. Schick. So. Dann kann ich mich natürlich auch ein bisschen im Netzwerk umgucken. Habe hier unten so diesen schönen Netzwerkpunkt. Wenn ich den mal aufmache, oh ja, doch, der Server hat ein paar Freigaben. Aber sind das wirklich alle Freigaben? Vermutlich mal nein, ne? Wenn er schon so fragt. Können wir doch mal so ein kleines Tool starten. Das nennt sich Share Enum und kommt von Microsoft sogar selber. Und Moment, hier stehen 4, hier stehen 6 Shares. Das ist aber komisch. Es ist eigentlich trivial, was an der Stelle passiert. Windows-Administratoren haben gerne so einen Sichtschutz auf ihre Netzwerk-Shares. Sobald ich ein Dollarzeichen dahinter schreibe, wird es mir in der Standardansicht auf den Clients ausgefiltert. Sogenannten Admin-Shares. Ja, die sind aber auch nur ausgeblendet. Das hat nichts mit Rechten zu tun. Sodass, wenn ich hier dann so einen Deployment-Share habe, aller Wahrscheinlichkeit nach auch darauf zugreifen kann, weil Deployment-Share klingt so nach Installation von Rechnern. Ja, und wenn ein Rechner gerade installiert wird, kann er sich nicht großartig anmelden und authentifizieren. Also wird da wahrscheinlich jeder angemeldete Benutzer drauf erstmal kommen. Und dann kann ich mal zum Deployment-Share ein bisschen rumsuchen, zum Beispiel nach einer Unintent-XML. Unintent-XML ist dazu da, um einem Rechner bei der Installation ein paar Parameter mitzugeben. Zum Beispiel, wie ist deine Sprachauswahl? Welche Funktionen sollen drin sein? Welche Funktionen des Betriebssystems sollen aktiviert sein? Welche sollen deaktiviert sein? Wie kommt der Rechner in die Domäne rein? Wie ist das lokale Administrator-Passwort? All solche schönen Sachen stehen da Unintent-XML. Und die kann ich entweder auf den Deployment-Share der Firma finden oder ich finde sie sogar auf der lokalen Maschine selber, wenn das Setup nicht ordentlich aufgeräumt hat.
Also nach Unattended XML mal auf der lokalen Platte suchen bei einem frisch installierten Rechner oder mal im Netz auf ein paar Shares gucken, die so verdächtige Namen haben. Wenn es kein Microsoft Deployment Toolkit ist, dann ist es vielleicht ein System Center Configurations Manager, der hat genauso sein Deployment Share. Matrix 24 ist in Deutschland noch gar ein eingesetztes Produkt zum Software Deployment. Die haben das gleiche Problem, dass irgendwo die Datei rumliegt. Also findet man was. Und dann kann ich zum Beispiel mal einfach nach Domain suchen, weil irgendwo muss ja das Ding in die Domäne gefahren werden. Finden wir auch prompt den Abschnitt. Was ist hier der Abschnitt, die für die Komponente Microsoft Windows Unattended Domain Join. Und da steht ein Benutzername und eine Domäne und huch, ein Passwort. Im Klartext. Das muss auch so da drin stehen. Es gibt auch keine Möglichkeit, das in einer Unattended XML verschlüsselt zu machen. Wenn ich ein Unattended Domain Join damit mache, stehen die Daten hier drin. So, wenn wir jetzt uns an den Bericht von vorhin erinnern, gucken, ob ich den noch offen habe, leider nein, da stand auch der Nutzer Domain Join in der Liste drin. Nämlich in der Liste der Domain-Administratoren. Und das ist tatsächlich ein gern gemachter Fehler. Ja, das Spielchen ist einfach. In älteren Versionen von Windows, wenn ich da in der Domäne beigetreten bin, hat er mich nach einem Administrator für den Domänenbeitritt gefragt. Das muss aber gar kein Administratorkonto sein. Das kann irgendein Dödelnutzer sein, weil erstmal darf jeder Standardnutzer 10 Rechner in die Domäne reinfahren, üblicherweise. Wenn ich tatsächlich das für einen automatisierten Prozess brauche und mehr als 10 haben möchte, dann muss dieses Konto nur das Recht haben, Computerobjekte an einer bestimmten Stelle im Verzeichnisdienst zu erstellen. Also nicht, es muss Computerobjekte im Verzeichnisdienst erstellen können, sondern in einem kleinen Ausschnitt aus dem Verzeichnisdienst, sozusagen in einem kleinen Ordner, muss er dieses Recht haben und mehr nicht. Das muss man aber selber konfigurieren. Da muss man tätig werden. Es ist viel einfacher, einen Domain-Admin zu nehmen, weil der hat überall die Rechte, die man braucht, und den hier einfach reinzuschreiben und herzlichen Glückwunsch. Das Thema ist durch. Aber das ist nicht das Einzige, was wir hier rauskriegen können. Wir können noch mal ein bisschen weiter suchen. Passwort ist auch immer ein schönes Schlagwort zum Suchen. Oh, Moment. Im Shell-Setup wird das lokale Administrator-Passwort festgelegt. Aber alles gut, wir sind nicht im Plaintext. Das Ding ist sicher, da kommen wir garantiert nie ran, ne? Wer meint, dass das sicher ist, wenn da so ein Passwort so in einer XML-Datei steht? Okay, wer meint, dass es nicht sicher ist? Ah, ich habe da mal was vorbereitet. So, wir nehmen mal uns diesen kleinen Schnipsel hier und kopieren den erstmal. So, und dann brauche ich erstmal wieder mein anderes Share. Da, da, da. Und dann habe ich damit schon ein kleines Skript hingelegt. Und das führen wir jetzt einfach mal aus. Und pasten das Passwort da rein. Oh, Moment. Da steht auf einmal Password Administrator Passwort. Hat tatsächlich Charme, also der hintere Teil, der hier dran steht, ist einfach nur nochmal der Schlüssel, wo der Wert drunter hängt. Und das kann ich einfach weglassen, sodass das Passwort tatsächlich einfach nur vorne das Passwort ist. Finde ich an einer anderen Stelle auch gleich nochmal genauso wieder. Nämlich hier unten, wenn ich beim Auto-Admin-Logon einen Benutzer angebe, der sich anmelden soll, automatisch, um noch Prozeduren bei der Installation oder nach der Installation laufen zu lassen vom Betriebssystem, steht auch wieder so ein schöner Wert drin. Und auch den kann ich mit der gleichen Datei mehr auslesen. So, ich sage jetzt hier aber gleich schon mal bearbeiten. Führen wir das Ding nochmal aus. Noch hier kann ich das Ding ganz einfach einpasten. Und dann steht halt hier Klartext Passwort Passwort. Und das zweite Passwort kommt einfach wieder daher, dass es hier halt entsprechend eingeklammert ist.
Das haben sie einfach noch mit reingenommen. So, was hat Microsoft da gemacht? Ich lese hier mein Passwort ein, schiebe das weiter an einen Befehl. Text Encoding Unicode Get String Convert from Base 64. So viel zum Thema Sicherheit. Einzeiler. Ja. So viel zum Thema Unintended XML. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Sachen. Wir haben ja noch so komische andere Laufwerke rumliegen. Nämlich zum Beispiel unser NetLogon. Auch immer schön. NetLogon ist eigentlich so ein Stück weit Legacy-Kram. Also braucht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Ist der zentrale Speicher für benutzergebundene Anmeldeskripte. Im Verzeichnisdienst kann ich jedem einzelnen Benutzerkonto sagen, du hast ein Anmeldeskript und das Anmeldeskript heißt. Und na klar kann ich mehreren Nutzern das gleiche Anmeldeskript zuweisen, aber es ist immer eine Zuweisung pro Benutzer. Und die werden üblicherweise im NetLogon abgelegt. Und hier liegt sowas rum, das heißt Admin-Login. Gucken wir da doch mal rein, was da so drin steht. Da steht sowas drin wie, ja, verbind hier erstmal irgendwie das Homeshare des Nutzers und irgendein öffentliches Verzeichnis. Und wenn derjenige Mitglied der Gruppe der Domain-Admins ist, dann verbind mal das NAS mit den schicken Downloads und hoch, da stehen Benutzername und Passwort. Das ist tatsächlich ein Fall, den ich in fast allen Umgebungen mal finde. Und zwar immer dann, wenn die Systeme nicht direkt ans Active Directory angebunden sind, sondern irgendwie einfach so mit im gleichen Netzwerk stehen, aber keine mit angebundene Benutzerverwaltung haben. Und es gibt tatsächlich Szenarien, wo es nicht anders zu lösen ist. Aber dann kann ich verdammt nochmal wenigstens die Zugriffsrechte auf das Skript so setzen, dass auch nur die Nutzer das Skript ausführen können, die es müssen. Und nicht wie hier, dass mal eben alle Nutzer der Domäne das Ding lesen können. Habe ich zwar immer noch das Problem, dass vielleicht 10 Leute das Passwort kennen, aber das hätte ich ihnen sowieso erzählt. Aber so erzähle ich es in der Firma und das sind im Zweifelsfall Tausende. So, und ansonsten hatten wir vorhin noch gesehen, dass im Sys-Folder irgendwie eine Start-CMD drin lag. Gucken wir mal, wo die genau liegt. Die liegt nämlich in so einem sehr schön kryptischen Verzeichnis, Name des Domain-Controllers, Sysvol, Name der Domäne, Policies, eine GUID. Microsoft liebt GUIDs. Also wenn man in eine längere Zeit benutzten AD-Forest reinguckt unter Policies, da stehen dann irgendwie so 30.000 Ordner drin, alle mit GUIDs, und dann versucht man mal irgendwas zu finden. Ist nicht möglich. Man braucht dann irgendwie eine Hilfe von einem anderen Werkzeug, um erstmal rauszukriegen, okay, welcher Name steckt dann dahinter. Ah, okay, gucken wir mal in die Start-CMD rein. So, und das Ding sieht erstmal so weit aus, ja, okay, Ausgabe abschalten, lokale Variablen einschalten, irgendwie zwei Dateien lokal auf die Festplatte kopieren und dann führen wir mal ein Skript mit einem Benutzer aus. Der heißt irgendwie inst sw und hat das Passwort auch wieder mal mit angegeben. Das sieht jetzt hier ein bisschen stark gestellt aus. Das habe ich schon gesehen. Das kommt tatsächlich in der Praxis vor. Weil früher hatte man halt nur die Möglichkeit, beim Anmeldeskript irgendwie mal automatisch irgendwas laufen zu lassen. Und dann habe ich dieses Problem jetzt auf einmal gekriegt mit, ja okay, der Nutzer ist halt nicht mehr lokaler Admin und kann nicht mehr alles modifizieren, seitdem wir irgendwie so Windows NT 4 oder Windows 2000 mal auf den Rechnern hatten. Unter Windows 98 war das ja alles kein Thema, da lief das ja alles. Da gab es aber auch nicht wirklich was, womit ich es verhindern konnte. So, und wenn ich das jetzt natürlich immer noch machen will, aus welchen gestellten Gründen auch immer, dann kommt so eine Konstruktion bei raus. Und selbst wenn das hier nicht so im Klartext dran steht, sondern irgendwie ein Third-Party-Tool aufgerufen wird, was da hinten dran signiertes Skript aufruft und irgendwas damit macht, nützt es einem trotzdem nichts. Weil ich habe das zweite Problem nämlich schon hier oben. Ich
traue mir nicht, ein Skript vom Netz auszuführen und kopiere es erstmal lokal auf die Platte, weil hu, in dem Moment, wo ich es vom Netz ausführe, könnte ja die Verbindung ausfallen. Ja, aber das Skript läuft unter dem Nutzer. Sprich, es kopiert es an einen Pfad, wo der Nutzer Rechte hat. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann ich als Nutzer hingehen, mir die Datei vorab dort ein bisschen modifiziert hinpacken, mir selbst die Schreibrechte auf die Datei entziehen, sodass sie bei der nächsten Anmeldung nicht durch dieses Skript überschrieben wird, dann schlägt dieser eine Copy-Befehl fehl, der Rest läuft weiter und mein Skript wird mit Admin-Rechten zur Ausführung gebracht. Das habe ich auch schon gesehen. Und bei einer sicherheitskritischen Einrichtung, also das war nicht feierlich. So, wir haben hier 8000 Nutzer auf 4000 Rechnern und jeder davon kann sich potenziell über diesen Weg Domain-Admin-Rechte verschaffen. Okay. Ja. Soweit erstmal zum Thema Informationsbeschaffung. Genau. Also, was haben wir uns gerade angeguckt? Gruppenrichtlinienergebnissatz ist ein wunderbarer Einstiegspunkt, um immer rauszukriegen, was wird dann auf meinen Rechner zentral durchgepusht. Da sehe ich halt wirklich eine ganze Menge durchaus schicker Sachen schon drin, eben halt auch welche ganzen Anmeldeskripte. Und mit gp-result-excel kann ich das halt mit lokalen Werkzeugen machen. Ich kann es mit rsop-msc, das ist die grafische Variante, einfach machen, wo ich mich dann durchklicken kann. Und das kann ich auch schon als Standardnutzer machen, dann sehe ich halt die Computereinstellungen nicht, aber ich sehe zumindest mal die ganzen Einstellungen, die auf mein Benutzerkonto runtergedrückt werden und woher sie kommen. Dann eben halt einmal geguckt, was ist mit den Network Shares los? Und Share Enum listet mir wirklich alles auf, was in den Netzwerkbereich durch die Gegend springt. Das erwischt nicht nur die Domänenrechner, sondern das erwischt halt auch Workgroup-Maschinen, die im gleichen Broadcast-Domäne stehen oder auch andere Domänen, die in der gleichen Broadcast-Domäne rein netzwerktechnisch stehen. Also da kriege ich verdammt viel mit raus, auch wenn da jemand privat seinen Rechner mitgebracht hat und ans Firmennetzwerk gestöpselt. Die sehe ich auch. José ist halt wirklich ein schönes Standardwerkzeug, um einmal effektiv das AD komplett auszulesen, schönen HTML-Bericht zu haben, den ich dann in Ruhe durchgucken kann. Brauche ich keine großen Werkzeuge und das ist halt wirklich nur ein Skript. Das heißt, es fliegt auch unterm Radar von sämtlichen Virenscannern, also passiert gar nichts. Ja, also Unintended XML ist tatsächlich immer richtig schön, wenn ich normal für einen Domain-Admin gucke oder auch mal das lokale Admin-Passwort rauskriegen will und die sind in der Regel schlecht geschützt. Eben halt schon systembedingt ein schlecht authentifizierter Rechner oder gar nicht authentifizierter Rechner. Ich muss teilweise anonymen Zugriff zulassen, muss diese Datei lesen können und damit kann es natürlich jeder lesen. Und das ist eine schöne Vulnerability an der Stelle. Ja, und in den Anmeldeskripten halt NetUse-Befehl ist ein Klassiker, PSExec wird auch mal gerne genommen oder ein vergleichbares Werkzeug, um Prozesse hochzustufen. Und was ich auch schon gesehen habe, CertUtil. Ich muss irgendwie ein Zertifikat auf eine Gruppe von Rechnern verteilen. Und wenn ich halt ein persönliches Zertifikat zur Anmeldung habe, dann ist das eigentlich persönlich und für einen Nutzer gedacht. Und dementsprechend gibt es auch keine Mechanismen, mit denen ich das auf irgendeine Art und Weise sicher verteilen kann, weil das sind persönliche Dokumente. Die sollen nicht verteilt werden. So, jetzt habe ich aber irgendwo so ein Webportal, wo 10 Mitarbeiter immer mit der gleichen Kennung drauf arbeiten können sollen und so eine zertifikatsbasierte Authentifizierung macht. Ja, was mache ich? Ich packe den Anmeldeskript, die PFX-Datei rein, den Transport-Pin und importiere das automatisch bei der Anmeldung. Wunderbar. Ich kann das Zertifikat auch gleich ausdrucken und draußen an die Tür hängen. Hat den gleichen Sicherheitseffekt. Das ist aber ja nur noch so dezente Informationsbeschaffung gewesen. Wir haben ja noch nicht wirklich was richtig, richtig Böses gemacht. Dazu kommen wir jetzt. Hat schon jemand eine Vorstellung, was PowerSploit wohl ist? Also steckt so Power drin, könnte von PowerShell kommen und Sploit, hat das was vielleicht mit Metasploit zu tun? Das ist effektiv ein Post-Exploitation-Framework und damit gehen tatsächlich ein paar schicke Sachen, aus denen ich zweimal zeigen möchte,
die auch schnell zum Erfolg führen. So, brauche ich wieder meine Windows 7 Büchse. Die habe ich ja noch offen. Und jetzt brauchen wir eine PowerShell und die wollen wir als Administrator starten. Und jetzt müssen wir als erstes mal PowerSploit reinladen. Das ist hier. Nein, ich hatte es ja vorhin umbenannt. So, was ich jetzt mache, ist eine Funktionssammlung meiner Shell hinzufügen. Ich importiere ein Modul, wo ein paar so Funktionen drin sind. Und jetzt kann ich mir mal anzeigen lassen, was da so Schönes drin ist. Module PowerSploit. So, und da sind so ein paar schöne kleine Funktionen schon mal drin. Wie zum Beispiel GetHttpStatus. Damit kann ich mal eben so ein paar Passwörter automatisiert auf einer URL durchprobieren, bis ich dann nicht mehr 404 kriege. Oder ich kann den Boot-Record manipulieren. Oder mich als persistenter Prozess im Nutzerkontext einnisten oder sogar im privilegierten Modus einnisten. Aber die zwei Sachen will ich gar nicht zeigen, sondern ich möchte euch gpp-password zeigen. Das Ding nutzt eine Schwachstelle in Gruppenrichtlinien aus. Genauer gesagt in den Gruppenrichtlinien-Voreinstellungselementen. Gruppenrichtlinien sind ja normalerweise eine verbindliche Geschichte, wo ich Einstellungen fest durchdrücke. Manchmal möchte ich das aber nicht fest durchdrücken, sondern ich möchte eher dem Nutzer eine sinnvolle Voreinstellung geben, die er aber anpassen kann. So, und dazu habe ich ein paar XML-Dateien mit in meinem Richtlinienverzeichnis rumliegen, wo ein paar schöne Sachen drinstehen. Unter anderem kann ich halt zum Beispiel eine geplante Task auf die Maschine schieben. Und wenn ich die unter einem anderen Nutzer ausführe, steht der andere Nutzer hier drin und sein Passwort. Weil um den geplanten Task konfigurieren zu können, um die Aufgabe konfigurieren zu können, muss ich ja ihm mitgeben, okay, das ist der Nutzer, das sind die Anmeldedaten, sonst kann er keine lokale Anmeldung vornehmen und den Prozess starten. Wenn ich nämlich hier reingucke, ich muss ja hier den Nutzer angeben und wenn ich hier einen anderen Benutzer auswähle, werde ich nach dem Passwort automatisch gefragt, weil ich muss ja die lokalen Anmeldedaten haben, sonst kann ich keinen Prozess unter diesem Nutzer starten. Das andere ist, ich möchte vielleicht einen Helpdesk-Nutzer verteilen. Eben, ich brauche irgendwie ein Konto, damit der Helpdesk was machen kann, wenn die Kiste Probleme hat. Und wenn das ein Domainnutzer ist, den der Helpdesk benutzt, ist das in der Regel schlecht, wenn das Ding Probleme mit der Domäne hat und nicht mehr reinkommt. Also brauche ich irgendwie einen lokalen Benutzer mit einem Passwort auf der Büchse, der im besten Fall Admin ist. Und den kann ich natürlich wunderbar über den Weg verteilen. Problem ist nur, ich kann das Passwort auslesen. Das Zeug ist sogar halbwegs ordentlich gekryptet. Also die nutzen in ihren XML-Dateien tatsächlich eine AES-128-Bit-Verschlüsselung. Aber ich habe ein ganz einfaches Key-Management-Problem. Jeder Rechner einer Domäne muss diese XML-Datei auswerten können. Wo kriegt er sein Schlüsselmaterial für die Auswertung her? Och, wir schreiben die mal fest in den Binärteil, der diese XML-Datei auswertet. Sprich, ein bisschen Code-Analyse. Ich popel einmal das Secret da raus und dann kommt genau sowas bei raus, dass ich überall das auslesen kann. Das gleiche Spielchen, hier oben gibt es noch eine Richtlinie, wo irgendwelche Laufwerksmappings gemacht werden und da ist auch ein Passwort einmal mit notwendig. So, und das Passwort sehe ich hier natürlich auch und gibt es jetzt noch mehr Passwörter da drin, dann wird das schön kommasepariert hier aufgeführt. Also mit einem Befehl kriege ich hier jede Menge Shared Secrets ausgespuckt, ohne dass ich irgendwie Aufwand treiben muss. Und das Schöne ist halt auch wieder, es ist ein PowerShell-Skript, das fliegt unterm Radar von jedem Virenscanner. Weil selbst wenn er das Standardskript erkennen sollte,
führe ich halt nicht das Standardskript aus, sondern ändere vorher mal eine Zeile und meine Signatur ist im Eimer. Der Virenscanner denkt, oh, nee, sieht zwar ähnlich aus, aber ist nicht die Datei und ich kann es wieder ausführen. Es gibt aber noch einen anderen schönen, nämlich, und der ist richtig böse. Wer kennt Mimikatz hier schon? Okay, jetzt wird es für dich leider langweilig. Ja, Live-Demo hat funktioniert. Ich bin begeistert. So. Mimikatz liefert mir von allen angemeldeten Nutzern des Systems die Passwörter und Hash-Werte. Unter anderem halt auch von unserem Monitor sehe ich jetzt wunderschön die Daten. Ich sehe es von meinem eigenen Benutzerkonto. Wenn sich jetzt noch ein anderer Nutzer angemeldet hätte, wäre der genauso im Eimer. Ich sehe sogar das Passwort meines Computerkontos. Also dieses mit Raute anfangende und hier hinten irgendein, nein, das Hochkomma gehört sogar auch noch mit dazu. Hinten mit IY endende Teil. Das ist schon richtig, richtig krass. Wenn ich jetzt über Mimikatz an dieser Stelle einen Benutzer finde, der sich mit Admin-Rechner an einer anderen Maschine anmelden kann, muss ich mal gucken, nehmen wir mal den DC01 und na gut, ich müsste jetzt wahrscheinlich unter dem starten, weil ich die Credentials nicht anders übergeben kriege. Kann ich jetzt so spontan leider nicht zeigen, aber starte ich jetzt den Prozess hier nochmal neu unter einem anderen Benutzerkonto, was auf einer anderen Maschine Rechte hat, kann ich Mimikatz sogar remote auf die Kiste loslassen. So. Wenn ich jetzt diese Monitor-CMD, die hier als geplanter Task läuft, breitwürfig auf alle Arbeitsplätze verteilt habe, kenne auch alle Arbeitsplätze dieses Benutzerkonto. Sprich, ich kann alle die Passwörter aller anderen Arbeitsplätze mal eben von meiner Maschine aus auslesen. So. Ich habe mir noch nicht den Aufwand gemacht, das mal in ein schönes kleines Skript zu basteln, was einfach mal dann so die Rechner sich aus dem AD ausliest, was auch kein Problem ist. IPMO. Obwohl, ich habe das Modul nicht drauf, aber okay. Aber ich könnte halt jetzt einfach die ganzen Rechnernamen mir aus dem AD auslesen und dann einfach remote einmal kurz drüber iterieren und mir das alles hinten schön in eine CSV-Datei wegschreiben. Und dann habe ich ein Passwortverzeichnis der kompletten Firma. So, wenn man dann noch weiß, dass Nutzer in der Regel faul sind und die Passwörter nicht nur einmal verwenden. Da tun sich ganz neue Welten auf. Da kann man sehr viel Spaß mit haben. Ja, also das waren die zwei Sachen, die ich aus dem Toolkit mal zeigen wollte. Bei den Group Policy Preferences, die Schwachstelle mit den Passwörtern ist mittlerweile sauber adressiert. Es wurde einfach ein automatisches Update ausgerollt, was einfach verhindert, dass Passwörter mehr eingegeben werden können. Bricht natürlich eine ganze Menge Funktionalität, deswegen werden manche Admins vermeiden, es einzuspielen. Das andere ist, es ändert nichts an schon gemachten Einstellungen. Sprich, es wird nur verhindert, dass die Leute das neu machen können. Alles, was schon in XML-Dateien drinsteht, steht da weiterhin drin und funktioniert auch weiterhin noch. Das heißt, ich muss einmal noch hinterher manuell aufräumen. Es gibt zum Beispiel von der Firma SDM Software das GP-Passwort, GP-Preferences Password Remediation Tool. Kleines grafisches Werkzeug kann ich auf irgendeiner Büchse in meiner Umgebung installieren. Dann meldet er mir, welche Richtlinien betroffen sind und bietet mir auch gleich die Option, das aufzuräumen. Ja, bei Mimikatz habe ich tatsächlich ein Riesenproblem, das einzufangen. Effektiv, schwer bis gar nicht möglich. Ich muss natürlich erstmal meine Nutzer dazu bringen, konsequent mit niedrigen Rechten zu arbeiten, dass halt schon wenig gefunden werden kann überhaupt an der Stelle. Und dass ich halt auch mit einem normalen Benutzerkonto arbeite und lieber eine Zweitanmeldung in dem seltenen Fall mal mache, wo ich es brauche,
anstatt meinen Prozess einfach nur hochzustufen, weil ich sowieso immer lokaler Administrator bin. Das andere Spielchen mit halt, ich verteile irgendwelche Nutzer automatisiert, zum Beispiel für den Helpdesk-Fall. Dafür hat Microsoft eine Lösung bereitgestellt, die Local Administrator Password Solution. Die ist tatsächlich sauber mal durchdesignt und durchimplementiert. Funktioniert so, ich gehe auch wieder über eine Gruppe, wo ich den hin sage, leg mir einen Nutzer an auf diesen Rechner und er soll überall Helpdesk heißen. Aber ich lege das Passwort nicht fest, sondern das Passwort legt der Rechner selber fest und tauscht es auch regelmäßig durch. Damit ich mit dem Nutzer was anfangen kann, muss ich ja das Passwort auch mal kennen können. Also schreibt der Prozess auf dem Rechner das Passwort in eine speziell eingefügte Eigenschaft am Computerobjekt. Und diese Eigenschaft ist standardmäßig geschützt, sodass nur der Domain-Admin sie lesen kann. Und ich kann dann halt sagen, okay, auch die Leute vom Helpdesk können dieses Attribut für den PC lesen. Und dann müssen sie halt, bevor sie sich auf einem Rechner mal anmelden können, einmal kurz in den Verzeichnisdienst gucken, sich das Passwort da rausholen. Und dann können sie sich lokal anmelden. Ist aber tatsächlich eine saubere Lösung. Wenn das Helpdesk-Konto auf dem lokalen PC kompromittiert ist, ist es zwar da kompromittiert, aber ich kann mich damit zumindest mal nicht sofort auf allen anderen PCs anmelden. Das dämmt das Problem schon mal ganz gut ein. Ja, Fazit. Sehr viele einfach auszunutzende Möglichkeiten und sehr viel Arbeit, wenn man es richtig machen möchte. Auf der Client-Seite, klar, ich sollte immer mit geringstmöglichen Rechten arbeiten und Benutzerkontensteuerung tatsächlich auch sinnvoll einsetzen und halt, wenn ich operative Privilegien brauche, ein zweites Benutzerkonto dafür verwenden. Dann jetzt nicht so sehr relevant für den reinen Innentäter, sondern mehr so allgemeiner Schutzhinweis. Primitive Firewall ist immer eine gute Idee. Allen Verkehr, den ich nicht von außen angefragt habe, blocke ich erstmal weg. Es sei denn, ich habe den Dienst wirklich explizit freigegeben, dass er von außen ansprechbar sein soll. Alles andere wird erstmal weggefiltert. Dass Prozesse nach draußen reden können, die auf meiner Büchse laufen, darüber brauche ich mir eh keine Gedanken machen. Denn sobald ein Prozess auf meinem Rechner läuft, kommt er im Zweifelsfall eh immer raus. Spätestens, wenn er anfängt, einfach mal interessante DNS-Anfragen zu stellen, die auf der Gegenseite dann ausgewertet werden können. DNS-Tunnel, Entschuldigung, also wenn ich DNS verbiete in meinem Netzwerk, habe ich kein Netzwerk mehr. Insofern, der Weg steht eh immer offen und ansonsten, wenn der Prozess auf der Büchse läuft, dann schaltet er im Zweifelsfall die Firewall aus. Also da habe ich dann eh verrissen, wenn ich an der Stelle kompromittiert wurde schon. Was ich auch sehr schön finde für die Delegierung ist das JIA Toolkit. JIA steht für Just Enough Administration und das basiert auf der PowerShell, wo ich zwischen der reinen Berechtigungsebene und dem, was der Nutzer machen kann, die PowerShell nochmal einziehe mit einer besonderen Konfiguration, wo ich sage, dir stehen nur folgende Befehle zur Verfügung und sie können nur auf folgende Maschinen angewendet werden. Sodass zwar das Benutzerkonto oder der Sicherheitskontext, in dem das Skript läuft oder die Shell läuft, zwar theoretisch mehr könnte, der Anwender, der davor sitzt, aber einfach durch die PowerShell daran gehindert wird, diese Aktionen zu starten. Ist einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheitsebene, erfordert natürlich aber auch entsprechende Planung und Aufwand im Vorhinein, sich zu überlegen, okay, wie sehen denn Standardanwendungsfälle aus, welchen gerechtfertigten Bedarf haben die Nutzer und wo kann ich hier tatsächlich Sachen rausnehmen, ohne sie an die Wand zu fahren. Ja, Domänenadministratoren zu benutzen und überhaupt die eingebauten administrativen Konten von der Domänenumgebung zu benutzen. Es gibt auch die Sicherheitsoperatoren, die mit drin sind, die Print-Operatoren und was es nicht noch alles da rumfliegt, ist grundsätzlich ein schlechter Plan. Die Teile haben alle immer viel zu viele Rechte für den Anwendungsfall, den ich im Konkreten brauche. Da geht viel, viel, viel zu viel mit. Domänenadministrator, da sollte es eigentlich nur einen von geben und dessen Kennwort wird von zwei Leuten einmal festgelegt. Keiner kennt den Teil des anderen. Wird auf den Zettel geschrieben und landet beim Geschäftsführer im Safe. Das wäre sicher. Heißt natürlich aber auch, dass ich im Zweifelsfall sehr viel Spaß habe, wenn ich da tatsächlich mal auf der Ebene arbeiten muss. Es ist natürlich auch dann ein Stückchen Inconvenience, warum es nicht gemacht wird.
Ja gut, und Passwörter in Skripten gehen gar nicht. Das ist so absolutes No-Go. Ja, sorry, ich habe auf der anderen Seite noch was vergessen. Tut mir leid, bisschen unstrukturiert heute. Ich bin bei der Absicherung des Clients noch ein ganz großer Freund vom Microsoft Enhanced Mitigation Experience Toolkit. Riesenname, richtig schlimm. Was das Ding macht, ist einfach, es scannt Standard-Exploit-Mechanismen, erkennt diese und terminiert die Prozesse. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass zum Beispiel erstmal Data Execution Prevention eingeschaltet ist. Er sorgt dafür, dass Automatic Address Space Randomization genutzt wird. Er kennt einen Heap Spray und schmeißt den Prozess raus. Und noch so ein paar andere häufig benutzte Exploit-Techniken. Das Ding sollte ich für alle Prozesse einsetzen, die mit Informationen aus nicht vertrauenswürdigen Quellen arbeiten. Also in der Regel mit Informationen, die nicht aus meiner Organisation kommen. Office-Programme da reinzusetzen, den Webbrowser reinzusetzen, den PDF-Reader reinzusetzen, gerade wenn es Adobe ist, ist eine sehr sinnvolle Schutzmaßnahme. Zu dem Ding gab es auch einen Talk beim letzten oder vorletzten Chaos Communication Congress, wo ein österreichischer Sicherheitsforscher das mal auseinandergenommen hat. Und Ergebnis ist tatsächlich, ich fange nicht alles ab, das ist auch gar nicht das Ziel, aber ich mache den Exploit sehr, sehr viel komplizierter und teurer, sodass ich einfach die Schwelle, die zum Erfolg führt, entsprechend anhebe. Ich glaube, darüber diskutieren, dass wir gegen einen Angreifer, der unbegrenzte Ressourcen hat, uns nicht verteidigen können, ist müßig. Ja, bei Virenscannern bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben es auch vor dem Export gesehen, dass man das wunderbar dazu nutzen kann, die Kiste unsicherer zu machen. Und das ist bei einer ganzen Menge Produkte tatsächlich der Fall. Sie haben tatsächlich aber noch einen legitimen Anwendungsfall, nämlich die Verfügbarkeit meines Rechners zu erhöhen. Es gibt so diese drei klassischen Schutzdimensionen, Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. Sie können nicht die Integrität meines Rechners garantieren, also dass er nicht manipuliert wurde. Mit Vertraulichkeit haben Sie sowieso nichts zu tun. Sie können nur dafür sorgen, dass nicht irgendwelche breitwürfig abgeworfene Malware meine Kiste platt macht. Es ist einfach nur, gegen den ungezielten Angriff bieten Sie noch ein gewisses Schutzniveau. Alles andere ist eh dran vorbei. Da brauchen wir nicht drüber reden, da hatten Virenscanner keine Bedeutung. Halt hier schon das Beispiel, wenn ich halt PowerSploit nehme, fliegt es in der Regel sowieso unterm Radar und selbst wenn da Teile von erkannt werden, ja, dann ändere ich halt mal 30 Zeilen in dem Skript und dann wird es nicht mehr erkannt. Und halt absolutes No-Go. Domänenbenutzer auf den Arbeitsstationen für irgendwelche administrativen Prozesse einzusetzen, für irgendwelche automatisch laufenden Skripte, für irgendwelche Verwaltungsaufgaben, die regelmäßig laufen. Es gibt dafür einfach keine Notwendigkeit. Bei dem Helpdesk-Nutzer, dass der mal lokale Adminrechte braucht, okay, das ist ein legitimer Anwendungsfall, da habe ich auch gar keine andere Lösung für, das ist okay. Aber ich muss keinen Dienst auf einer Arbeitsstation unter einem Konto laufen lassen, was Rechte auf anderen Arbeitsstationen hat. Und selbst wenn ich einen Prozess habe, der mal auf Ressourcen in meiner Domäne zugreifen muss, da muss ich einfach mal das Modell verstanden haben, was hinter einem Verzeichnisdienst steht. Wenn ein Prozess auf meinem Rechner läuft unter Systemkonto und der möchte jetzt mit einer anderen Maschine reden und dort auf einen Fileshare zugreifen, eine Logdatei ablegen, wen muss ich dann berechtigen? Ja, das Computerkonto. Auch ein Computer ist nichts weiter als ein normaler Nutzer im Active Directory und dem kann ich genauso Rechte auf Ressourcen erteilen wie einem normalen Nutzer. Und dem kann ich genauso Rechte entziehen wie einem normalen Nutzer. Ja, damit wäre ich dann auch schon durch mit meinem Rand. Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Aber gerne doch. Hilft das, wenn man jetzt hier, du hast ja auch beschrieben, geplante Aufgaben sozusagen zu verteilen, wenn man hier sozusagen über das System, was ja dem Computerkonto entspricht, dem die Rechte zu geben? Ich kann, also, das kann ich machen. Also, Benutzernamen schon, nämlich System, aber man muss kein Passwort hinterlegen, weil das ja
genau. Die Frage war gerade, wenn wir jetzt geplante Aufgaben auf Arbeitsstationen verteilen können, können wir das Systemkonto nehmen? Ja, na klar. Und das funktioniert auch absolut problemlos, weil ich für das Systemkonto nie das Passwort mit angeben muss. Das kennt das lokale System ja schon. Das ist ja schon im Rechner vorhanden und ich muss es eben nicht extra beibringen. Ja? Die Frage war, ob ich den Exploit, den ich vorhin gezeigt habe, mit der CMD-Exe aus dem Startbildschirm durch zum Beispiel App-Locker oder Software-Ausführungsrichtlinien verhindern kann. Ich werde es für das eine Programm verhindert bekommen. Das Problem ist schlicht und ergreifend, du hast jetzt hier eine Permutation. Ja, okay, dann ist es jetzt nachher nicht mehr die CMD, dann ist es dann die PowerShell. Wenn es nicht mehr die PowerShell ist, dann ist es das kleine selbstgeschriebene Programm, was ich vom USB-Stick genommen habe. Ich kriege dieses Fass nicht wieder zu. Okay, ich werde gerade vom Sender genommen. Zeit ist leider um. Falls ihr noch Fragen habt, einfach den Mann mit dem komischen Hemd ansprechen. Da kann ich dazu noch mehr erzählen. Vielen Dank.